Für mich war so der Moment, wo ich dachte, da würde ich mich wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mit 80 auf dem Sofa sitze, tierisch ärgern, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Als der Livestream lief von der Unterschriftensammlung, also da wurde das erste Mal die Zahl präsentiert, wie viele Unterschriften für den Volksentscheid gesammelt wurden. Und ich hatte eigentlich gar keine Zeit und habe mir das halt online halt angeschaut und plötzlich flippt Dennis halt den Chart um. Und dann stand 105.000 Unterschriften, obwohl ja nur 20.000 gebraucht wurden. Und das war so der Moment, wo ich dachte, das wird hier richtig groß. Also das wird wir schreiben Geschichte. Und genau, und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin da hingefahren, war genau pünktlich noch da, bevor die Fahrradgruppe losgefahren ist zum Unterschriften übergeben. Genau, und seitdem bin ich dann nie wieder raus. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, als Eckhardt uns die Idee von den Kiezblocks erzählt hat, die damals gar nicht Kiezblocks hießen. Und dann saßen wir zu dritt da und dachten, Wahnsinn, das ist ja die Idee. Also das ist ja Wahnsinn, dass wir können quasi so dieses Superblock-Konzept auch auf Berlin übertragen. Also erst sitzt man in so einem kleinen Raum und spricht darüber und denkt, okay, das ist jetzt so unsere Idee und vielleicht findet es auch noch jemand gut. Aber wenn man dann feststellt, dass plötzlich genau diese Sachen in der Stadt passieren und dass Leute sich über bestimmte Sachen freuen. Also mittlerweile ist ja auch so, dass man halt auch von Leuten, die man nicht kennt, dann hört, da ist dieser Pop-up-Radweg, da ist das passiert. Und dann denkt man so, ja, that was me. Ich denke, wenn das in den nächsten 6 Jahren quasi auf der Kurve, auf der wir jetzt angefangen haben, weitergeht, dann ist das total perfekt. Also die Stadt wandelt sich, man merkt es, man sieht es und ich bin eigentlich auch fest davon überzeugt, dass das so weitergeht und dass unsere Bewegung wächst und wächst und natürlich auch bundesweit Anschluss findet. Und ich bin ganz sicher, dass irgendwann Berlin eine richtig, richtig tolle Stadt ist, also viel, viel schöner als jetzt.